In diesem Video zeige ich euch drei Wege, wie ihr in Windows 10 einen Screenshot machen könnt. Der erste Weg ist im Grunde ganz einfach. Ich drücke die Windows-Taste und die Drucktaste gleichzeitig. Der Bildschirm wird kurz schwarz und jetzt habe ich den kompletten Bildschirminhalt in der Zwischenablage. Und das heißt, ich kann den jetzt hier mit dem Rechtsklick und einfügen, einfach in Word kopieren und damit jetzt weiterarbeiten. Also hier seht ihr also quasi mein Bildschirm nochmal als Bild sozusagen gerade eben abfotografiert. Das ist die einfachste Möglichkeit, die ist aber auch ein bisschen unhandlich, weil halt immer der ganze Bildschirm abfotografiert wird. Bei Windows 10 ist aber auch das Snipping-Tool vorinstalliert. Das kann ich einfach öffnen, indem ich hier auf Start drücke und Snip eingebe. Dann zeigt er mir hier das Snipping-Tool an. Ich klicke einmal drauf. Und hier kann ich jetzt auf Neu drücken. Hier habe ich verschiedene Modi. Ja, das meiste, was man wahrscheinlich verwendet, ist das Ausschneiden mit einem Rechteck. Ich drücke einmal auf Neu und jetzt habe ich hier eine Auswahlmöglichkeit. Jetzt kann ich hier zum Beispiel nur einen Bereich auswählen, den ich zeigen möchte. Jetzt habe ich hier ja nicht den ganzen Bildschirminhalt, sondern nur dann den ausgewählten Bereich gescreenshottet. Das Snipping-Tool ist jetzt ein bisschen komfortabler. Erstens habe ich jetzt genau wie vorhin auch das sofort in der Zwischenablage. Also kann ich mal testen, wenn ich das jetzt hier einfüge, habe ich es auch direkt in Word. Ich habe es aber auch hier und kann das hier bearbeiten. Zum Beispiel kann ich irgendwie, wenn ich was sichtbar machen will, kann ich hier irgendwas einkreisen. Kann hier auch verschiedene Stiftfarben auswählen. Ja, und dann kann ich das Ganze nochmal mit Copy in die Zwischenablage nehmen und dann hier in Word einfügen. Jetzt sind auch diese Markierungen dabei. Wenn man es nicht in Word einfügen will, weil man nichts drum rumschreiben will zum Beispiel, dann kann man das entweder direkt verschicken per Mail oder ich kann es direkt speichern oder auch ausdrucken. Für die älteren Hasen unter euch, ausdrucken ist Hardcopy. Das schließen wir jetzt mal, weil wir haben nämlich vorhin beim Öffnen gesehen, ich mache es nochmal auf, das Snipping-Tool, da haben wir so einen kleinen Hinweis bekommen, nämlich das Snip und Sketch das Snipping-Tool ablösen wird wohl in der Zukunft. Das heißt, ich lösche das mal hier. Jetzt gehe ich mal in den Windows-Store. Kommt ihr hin, wenn ihr hier einfach 3 Snip and Sketch klickt, kommt ihr auch hier hin. Schlecht bewertetes Tool. Naja, wir schauen uns das trotzdem mal an. Das kann man auch installieren ohne einen Windows-Account, wie ihr seht. Ich bin jetzt hier also auch nicht eingeloggt oder sowas. Der wird einen dazu immer wieder nötigen dazu, aber ich konnte es jetzt auch ohne installieren. Dann führe ich es einmal aus. Und im Grunde ist das fast das gleiche wie das Snipping-Tool, nur in dieser neuen gewöhnungsbedürftigen Oberfläche von Windows. Hier oben habe ich den Button New und drücke jetzt einfach mal drauf und habe jetzt hier das gleiche im Grunde wie vorhin auch. Kann das auswählen und kann jetzt hier auch mir einen Stift aussuchen, kann da auch irgendwie rummalen. Genau so kann ich das jetzt direkt speichern oder hier in die Zwischenablage kopieren und in Word einfügen. Ja, das waren jetzt die drei Möglichkeiten, Screenshots in Windows 10 zu erstellen. Die ersten beiden ohne Extra-Software, die dritte, ja, mit so einer kleinen Extra-Software aus dem Microsoft Store.